Willkommen in der Millionenshow. Hier können Sie 1 Million Euro gewinnen, indem Sie ein paar Fragen beantworten. Also Arthur, warum bist du denn heute bei uns? Na, weil es lustig hier ist. Okay. Man kann hier viel Geld gewinnen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Sind Sie bereit? Ja. Ich will ein lautes Ja hören. Ja! Sehr gut! Los geht es mit der ersten Frage. Was ist ein Atlasspinner? A. Ein Morgenmuffel, B. Eine Tagspinne oder C. Ein Nachtschmetterling? Das ist wirklich extrem richtig! Ja, sehr gut. Zweite Frage. Diese Frage bringt Ihnen 5000 Euro. Hören Sie ganz genau zu, denn sie ist lang. Was schenkte die australische Regierung dem nächsten Prinzen Frederick und seiner Braut Mary zur Hochzeit? A. 4 tasmanische Teufel, eine vom Aussterben bedrohte Tierart. B. 8 Riesenkängurus als Stofftiere. Oder C. 7 Zwergseepferdchen vom Great Barrier Reef. Publikumsjoker, bitte. Welche Seite? Wir verstehen. Hör auf, Marc. 64. Vier tasmanische Teufel. Das ist richtig. Ja. Sehr gut. Wir machen weiter mit der 10.000 Euro Frage. Wie können Forscher das Alter eines Walrosses bestimmen? Ist es A. an der Dicke der Speckfalten am Nacken der Tiere? Ist es B. an der Größe des Gehirns der Tiere? Oder ist es C. an der Zahl der Ringe an den Schoßzähnen? Dum, dum, bum. Ich verwende den Publikumsjoker. Der Publikumsjoker! Sie sind angesprochen, meine Damen und Herren, das richtige Ergebnis zu finden. Die Lösung findet ihr auf Seite 96. So, das Publikum wählt, ne? Ist es A, die an der Dicke der Speckfalten am Nacken der Tiere? Ist es B, an der Größe des Gehirns der Tiere? Oder ist es C, an der Zahl der Ringe in den Stoßzähnen? Das Publikum wählt. Welche Buchstabe ist Ringe in den Stoßzähnen? C. Okay, dann ist C. Sagen C. C ist eingeloggt und das ist vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Euro. Und hiermit kommen wir dann auch direkt zur nächsten Frage. Der 100.000 Euro Frage. Wenn Sie die gewinnen, besteht die Chance, dass Sie ein Geld bekommen. Also, wie alt wurde der älteste Mensch der Welt? Die Französin Jeanne Calment. A. 122 Jahre und 164 Tage. B. 120 Jahre und 75 Tage. C. Genau 125 Jahre. Ich bin für A. Das wird sicher. Das ist richtig. Ja. Hiermit kommen wir zur 1-Million-Euro-Frage. Strengen Sie sich an. Doch welche Fähigkeit zeichnen sich Albatrosse, das sind Seevögel, aus? A. Sie sehen in der Nacht besonders gut. Sie riechen besonders gut, nämlich über mehrere Kilometer Entfernung. Oder C. Sie erkennen Wirbelwinde und Stürme mit ihrem Gehör schon von Weitem. Da ich mich so gut mit Vögeln auskenne, glaube ich, dass C die richtige Antwort ist. C ist leider die falsche Antwort. Also A wird es, glaube ich, nicht sein. Ja, nein, A ist es ganz sicher nicht, das weiß ich. Aber B und C, was ist B nochmal? Sie riechen besonders gut, nämlich über mehrere Kilometer Entfernung. Okay, B. Sind Sie sich da ganz sicher? Ich meine, es geht hier um 1 Million Euro. B.
Richtig! Yeah. Eine Million Euro für dich! Und hiermit verabschieden wir uns von all den Leuten.